Ja, heute kommt der Sonntagsgruß aus unserer St. Martinskirche mal wieder. Und Sie sehen, wo ich hier stehe, nämlich im Altarraum, der reich geschmückt ist mit Lebensmitteln, für die wir alle Danke sagen. Und das haben wir heute schon gefeiert mit den Kindergartenkindern. Heute und wie wir das sonst auch immer machen, einen wunderschönen Kindergartengottesdienst. Und wir haben Danke gesagt für ganz viele Dinge, denn dieses Obst und Gemüse und was hier noch alles so Schönes steht, die Blumen, das steht ja alles für das, wofür wir im Leben Danke sagen können. Und das ist ganz viel, ganz reich, ganz bunt und das spielte heute in dem Gottesdienst auch eine große Rolle. Ernte Dank. Ja, er hat es entworfen, hat nie sein Wort gebrochen. Glaube mir, ich bin bei dir. Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da. War das nicht wunderbar? Also wunderbar anzusehen. Toll habt ihr das gemacht und toll getanzt und das präsentiert. Ja, wir sind hier in unserer Kirche und da erzähle ich ja immer was auch von Jesus. Und Jesus, das wisst ihr vielleicht, der war sehr gut zu den Menschen. Er hat den Menschen von Gott erzählt und er hat ihnen erzählt, wir gut leben können und er hat sie geheilt, wenn sie krank waren und viele andere Dinge mehr. Durch Jesus haben die Menschen was von Gott erfahren. Und das war ihnen so wichtig, dass da, wo Jesus war, kamen immer ganz viele Menschen zusammen. Und dann wollte Jesus sich mit seinen Freunden und mit seinen Jüngern mal zurückziehen und dann sind auf einmal wieder ganz viele Menschen gekommen. Stellt euch vor, wir hier alle und noch viel mehr, immer da, wo Jesus war. Und dann war das einmal so, der Tag war schon sehr lang vergangen. Was ist, wenn man abends, wenn der Abend kommt, was hat man denn? Dann möchte man gerne noch was essen, ne? Wenn ihr abends lange gespielt habt, den Tag gespielt habt, dann wollt ihr abends auch gerne was essen, ne? Und was trinken. Aber was macht man, wenn man nur mitten unterwegs ist und da sind so viele Menschen? So viele Menschen. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, sucht mal alles zusammen, was ihr habt,
Und dann sind die Jünger gekommen und haben erst mal gesagt, sag das mal hiermit, wir haben doch gar nichts. Wir können doch gar nicht so viele Menschen was zu essen geben, wenn das, wie ist denn das, leer, ne? Wie geht denn das? Und Jesus hat gesagt, passt mal auf. Wir sammeln mal, was ihr habt. Jeder gibt was dazu. Und dann haben die das gemacht, seine Freunde und seine Jünger. Dann haben die mal geguckt, ja, was ist denn eigentlich da? Und dann haben die, jeder hat mal geguckt in seinen Taschen, was er so mit hatte. Und ich sag jetzt mal, die einen haben dann Möhren beispielsweise, ne? Jemand anders hatte dann einen Apfel, ne? Und jeder hat was dazugegeben. Und dann wurde das schon, hat sich das schon gut gefüllt, ne? Und ja, was kann man denn noch? Dann gab es hier dann auch noch. Was sind das? Ja, Birnen, ne? Sagen wir mal, da waren auch noch Birnen bei. Und Gott hat auch was dazugegeben. Was ist das? Wisst ihr, was das ist? Ja? Ja. Sag mal. Ein Blumenkohl. Das ist natürlich, was wir hier bei uns haben in Israel, da wo Jesus lebte, waren das andere Dinge, andere Lebensmittel. Ja, und dann war schon was da. Und dann sagen die, ja, aber das reicht doch immer noch nicht. Aber Jesus hat gesagt, jetzt beten wir erstmal. Und er hat dafür Gott gedankt. Gott, wir danken dir für alles, was du uns gibst. Und dann hat er noch was gesagt. Und jetzt teilt. Jetzt teilt das, was ihr habt. Und dann hat er Jesus angefangen, das auch zu machen und zu zeigen. Und dann hat er da auch Brot bei. Ne? Ich nehme jetzt mal die Möhre und dann hat er die gebrochen und geteilt, verteilt. Und die Jünger haben das auch verteilt. Und auf einmal, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, ganz viele Menschen, es wurde geteilt und jeder wurde satt. Jeder und jede wurde satt. Das ist so eine besondere Geschichte mit Jesus. Wenn wir teilen, wenn wir erstmal suchen, was wir alle haben, und dann an alle verteilen, dann können wir alle satt werden. Das geht auch im Kleinen, auch wenn ihr teilt untereinander, wenn einer was mitgebracht hat und einer nicht, dann kann man teilen, dann geht es allen gut. Und so ist das auch, ja, in unserem Leben, in der Familie, mit anderen. Dankbar sein, Gott danken für das, was er uns gibt und teilen, was wir haben. Und als sie denn alle satt waren, dann haben die nochmal alles zusammengesucht. Und da blieb noch ganz viel über. Vielleicht so viel, wie wir da jetzt haben. Mit diesem schönen Erntedank-Schmuck hier. So war das mit Jesus. Und solche schönen Geschichten stehen in der Geschichte. Und deswegen feiern wir auch heute diesen Erntedank-Gottesdienst. Und jedes Jahr im Jahr, im Herbst. Amen. Wisst ihr, was Amen heißt? So sei es. Sagt man Amen, sagt man Amen. Amen. So sei es. Deswegen sagen wir das am Ende auch eines Gebetes. Ne? Wir danken dir für alle Menschen, die für uns sorgen, für uns
Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.